Auf ihrer Werbetour für die GroKo biegt die SPD-Spitze in die Zielgerade ein. Die designierte Parteichefin Andrea Nahles und ihre Kollegen ziehen von Stadt zu Stadt, um die Mitglieder von einem Bündnis mit CDU und CSU zu überzeugen. In Potsdam geht es ihnen unter anderem darum, den Menschen in Ostdeutschland mehr Gehör zu verschaffen. In Ostdeutschland ist das Vertrauen in die Politik in den letzten Jahren stark gesunken. Und wir können dieses Vertrauen nur zurückgewinnen, wenn wir ganz konkret etwas für die Menschen tun. Dem Vertrauensverlust will die SPD konkrete Vorhaben wie Verbesserungen in der Rente, den Kampf gegen Kinderarmut oder gebührenfreie Kitas entgegensetzen. Bei den Genossen in Brandenburg kommt das offenbar gut an. Ich kann doch erfreut sagen, dass hier eine klare Mehrheit zu sehen war für ein Ja. Das gibt uns natürlich auch Schwung jetzt für die letzten Tage, wo wir werben wollen, damit es eben auch eine Mehrheit für den Koalitionsvertrag gibt. Doch so manches SPD-Mitglied bleibt skeptisch. Es geht immer nur um die Einzelheiten aus des Koalitionsvertrages. Es geht nicht um die Zukunft der Partei und deswegen habe ich dagegen gestimmt. Den Jusos, die vehement gegen eine GroKo kämpfen, zollen die Parteioberen Respekt für ihren Einsatz. Bis zum 2. März können die mehr als 460.000 SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen. Das Ergebnis des Votums soll am 4. März vorliegen.